Bob Lazar, Area 51 und UFOs. Am 6. November 1989 erzählte der damals 30-jährige Physiker Bob Lazar vor laufender Kamera dem Investigativjournalisten George Knapp sein größtes Geheimnis. Ein Geheimnis, das bald darauf in der UFO-Gemeinde ein Beben auslösen sollte. Lazar erzählte von außerirdischen Raumschiffen auf der Geheimbasis Area 51. Lange Zeit war Bob Lazar für die Welt offiziell ein Phantom. Heute, über 30 Jahre später, ist es anders. Lazar ist ein gefragter Mann und vielleicht bald auch einer, dem man glaubt. Der Filmemacher und Multimedia-Künstler Jeremy Corbell hat 2019 die einzigartige Geschichte dieses Mannes in einem zweistündigen Kinofilm aufgearbeitet. Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers heißt der Streifen. Bob Lazar ist noch heute der berühmteste und umstrittenste Name in der Welt der UFOs. Die Mächte im Hintergrund waren vor über 30 Jahren übermächtig. Für den Physiker wurde das Leben nach der Verkündung der Wahrheit zur Odyssee. Lange Zeit lebte er im Untergrund, Job und Ansehen waren über Nacht futsch. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass sich Bob Lazar vor seiner Arbeit auf der Area 51 weder für UFOs noch für Außerirdische interessiert hat. Vielmehr glaubte Lazar an die Paradigmen der Schulwissenschaft, bis zu jenem Tag, als er in die Geheimanlage S4 rekrutiert wurde. Die Atmosphäre hier war bedrückend, das Sicherheitspersonal schwer bewaffnet und jeder Schritt wurde überwacht. Was Lazar hier zu sehen bekam, veränderte sein Weltbild schlagartig von der einen auf die andere Sekunde. Im Hangar S4 standen seltsame Flugzeuge, die aussahen wie zwei übereinander gestülpte Teller. Bob Lazar dachte zunächst an einen geheimen Flugzeugtyp der Air Force. Als er den Auftrag erhielt, das Antriebssystem genau zu untersuchen, wurde er das erste Mal stutzig. Im Laufe der Tage und Wochen kam der Physiker schließlich zum Schluss, dass diese seltsamen Schiffe außerirdischen Ursprungs sein mussten, weil die Technologie mit keiner auf der Erde bekannt war. In einer von George Knapp moderierten Exklusivsendung von Class TV in Las Vegas packt Bob Lazar am 6. November 1989 schließlich aus und erzählt zum ersten Mal, dass die US Air Force 9 fliegende Scheiben in ihrem Besitz hat, die größtenteils in den 40er und 50er Jahren im Südwesten der Vereinigten Staaten abstürzten und geborgen wurden. Lazar erzählte, dass er einen Grad in Elektroingenieurwesen vom Pierce College in Kalifornien und einen weiteren in Atomphysik vom renommierten MIT, Massachusetts Institute of Technology, hat. Und er sagte auch, dass er in den Sandia Labors und den Los Alamos National Laboratories arbeitete, bevor er schließlich 1987 seine Tätigkeit am Groom Lake begann. Bob Lazar wurde nach eigenen Angaben vom Technischen Nachrichtendienst der Marine angestellt, um bei der Entwicklung vorgeschnittener Antriebssysteme mitzuarbeiten. Seine Arbeit unterlag von Anbeginn der strengsten Geheimhaltung. Schon an seinem ersten Arbeitstag erhielt Lazar verschiedene Geheimberichte. In den Papieren stand etwas von einem Antimaterie-Reaktor, der als Energiequelle diente. Lazar wörtlich: Sie beschrieben Schwerkraftverstärker, Gravity Amplifier. Es war die Rede von einem zweiteiligen Antriebsmechanismus, einer bizarren Technologie. Es gab keinerlei physikalische Verbindungen zwischen den Systemen. Sie benutzten die Gravitation als eine Welle, benutzten Wellenführer, die wie Mikrowellen aussahen. Die Dinger waren nicht von dieser Welt. In einem Dienstgebäude sah Bob Lazar ein Poster, auf dem ein scheibenförmiges Flugzeug zu sehen war, das in etwa einem Meter Höhe über dem Gebiet des Trockensees schwebte. Lazar dachte auch in diesem Moment noch an ein geheimes Testflugzeug. Dass es sich in Wahrheit um außerirdische Technologie handeln könnte, kam ihm auch noch nicht in den Sinn. Das Einzige, was ihn damals verwirrte, war die merkwürdige Zeile auf dem Plakat. In schwarzen Lettern stand da geschrieben: «They are here». Als Bob Lazar zum ersten Mal eine dieser Scheiben betrat, erschauderte er. Er sah winzig kleine Pilotensitze, zu klein für gewöhnliche Menschen, schoss es ihm da durch den Kopf. Schlagartig wurde ihm bewusst, die sind nicht von dieser Welt. Später dann bekam der Physiker auch andere Hangars zu sehen. Bob Lazar wörtlich: Da standen sie alle. Die Hangars sind miteinander verbunden und jeder beinhaltet solche Scheiben.
9 Stück waren es insgesamt und jede sah anders aus. 3 waren zu Analysezwecken auseinandergenommen, eine war erst im August 1981 abgestürzt, eine war bestätigt, die anderen 4 intakt. Um die Scheiben besser auseinanderhalten zu können, gab ihnen der Physiker Namen. Hut, Kuchenform und Sportmodell. Das Sportmodell sah geradezu poliert aus, es glänzte wie neu. Lazar studierte es ausgiebig bei Testflügen und kam schließlich zu dem Ergebnis, dass es eindeutig nicht von der Erde stammen konnte. Bob Lazar wörtlich. Sein Flugverhalten war grundverschieden von dem gewöhnlicher Flugzeuge. Es beruht nicht auf dem Prinzip von Aktion, Reaktion. Es stieß kein Gas aus, wie ein Düsentriebwerk. Es machte keinen Lärm. Es erschien mir wie Magie. Beim Starten begann es leicht zu zischen, so wie Starkstrom auf einer Kugel zischt. Da war mir klar, warum die Dinger rund sind, ohne Ecken und Kanten, um Hochspannung zu leiten. Nach einem kurzen Demonstrationsflug wurde Lazar der Antrieb vorgeführt, ein Antimaterie-Reaktor. Er bestand aus einer etwa 45 cm breiten Platte mit einer Kugel im Zentrum. Die Kugel hatte eine entfernbare Deckplatte. Im Mittelteil befand sich der Reaktor und dort stieß Lazar auf etwas sehr Erstaunliches. Bob Lazar wörtlich: In dem Reaktor lag ein Chip des Elements 115, ein superschweres Element, das auf der Erde weder vorkommt noch hergestellt werden kann. Wird es mit Protonen beschossen, verändert sich das Element 115, indem es desintegriert und dabei Antimaterie und Gravitationswellen freilässt. Wellenleiter und Schwerkraftverstärker kanalisieren die Gravitationswellen, bauen aus ihnen ein starkes Gravitationsfeld rund um das Schiff auf. Nach Lazars Angaben verfügte die Regierung der Vereinigten Staaten durch die Wrackfunde damals über 500 Pfund des Elements 115. Das Element kann nur in Bleikästen transportiert werden. Es kann nicht künstlich erzeugt werden. Synthetische Elemente reichen auf der Elemententafel höchstens bis 92. Ab 103 und alles, was höher ist als Plutonium, desintegriert zu schnell. Lazar glaubt, dass es nur eine natürliche Fundstätte für Element 115 gibt, einen superschweren Stern, kurz vor dem Stadium einer Supernova oder irgendwo in einem binären Sternensystem. Anmerkung von Hangar 18b. Ein solches System mit 2 Sonnen, einer gelben Zwergsonne und einem roten Riesen ist der Planet Zeta Reticuli. Das Heimatsternsystem, von dem auch schon der Ex-FOSI-Agent Richard Dotti unter dem Tarnnamen Falcon sprach. Am 14. Oktober 1988 in der in den USA landesweit ausgestrahlten Sendung UFO Cover-Up Live. Dotti sagte da, dass 3 Zeta Reticulianer zwischen 1948 und 1988 Gäste der Regierung der USA waren. Bei den Zeta Reticulianer soll es sich um die berühmten kleinen Grauen handeln. Lazar erzählte George Knapp damals auch, dass er zahlreiche Leichen dieser Wesen sah, deren Körper teilweise aufgebrochen waren, sodass er auch Teile der Eingeweide sah. Dass tote Alienkörper in der Anlage S4 eingelagert waren, wurde ja bereits auch schon von zahlreichen anderen Whistleblowern bestätigt, unter anderem auch von Dan Burrish, der ebenfalls in der S4 tätig war. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Mikrobiologe musste Burrish auch Gewebeproben untersuchen. In diesem Fall waren es Proben der sogenannten Grey. Burrish nannte sie jedoch J-Rod. Viele Greys litten nach Burrishs Angaben an einer seltenen Nervenkrankheit, die zu Lähmungen führte. Burrish sollte die Ursache finden und eine Therapie entwickeln. Die ständigen Geheimhaltungen und scharfen Sicherheitsvorkehrungen waren der Grund, weshalb Bob Lazar seinen Job am Groom Lake nach nur 2 Jahren hinschmiss und sich dafür entschied, auszupacken und reinen Tisch zu machen. Wörtlich sagte er: Immer wieder wurde ich daran erinnert, dass ich unter einem Geheimhaltungseid stand. Mehrfach bedrohten mich die Militärs mit Waffen, sagten, ich würde sterben, wenn ich reden würde. Sie hörten ständig mein Telefon ab. Irgendwann war ich diesem ständigen Stress nicht mehr gewachsen. Als das Fernsehteam von Glass TV recherchierte, mussten sie feststellen, dass Bob Lazar offenbar ein Phantom ist. Die Universitäten, an denen er studiert hatte, wussten plötzlich nichts mehr von ihm. Das Los Alamos-Laboratorium verneinte ebenfalls,
und selbst das Krankenhaus, in dem er zur Welt kam, dementierte seine Geburt. Erst nach weiteren mühsamen Ermittlungen fanden Knapp und sein Team ein altes Telefonbuch der physikalischen Abteilung der Los Alamos Laboratorien, in dem Lazar aufgelistet war. George Knapp wörtlich: Wir haben mit Leuten gesprochen, die bestätigten, dass er mit ihnen dort gearbeitet hat. Aber niemand dieser Personen wollte das öffentlich machen. Sein Name taucht im Los Alamos Telefonbuch auf und es gibt einen historischen Zeitungsartikel, der ein Foto mit ihm zeigt und Lazar als dortigen Physiker ausweist. Wir wissen also, dass er dort war. Auch nach der Kündigung am Groom Lake ging die Bedrohung gegen ihn und seine Familie weiter. Bob Lazar wurde zum Feind und Verräter der USA erklärt. Seine Nerven lagen lange blank. Doch, dass er alles erzählte, bereute bis heute nicht. Er ging bald sogar davon aus, dass ihm sein Coming-out vielleicht sogar das Leben gerettet hat. Bob Lazar wörtlich: Sie bedrohten mich und meine Frau bei verschiedenen Überraschungsbesuchen in unserem Haus. Ich musste einfach reden, um den Druck loszuwerden. Jetzt haben sie zumindest keinen Grund mehr, mir zu drohen. Ich habe bereits alles gesagt. Niemand kann mehr das verhindern. Nach seiner Kündigung am Groom Lake eröffnete Bob Lazar eine private Beratungsfirma für Elektroingenieurwesen. Doch bereits schon im Januar 1990 stand er vor Gericht, weil er eine Alarmanlage für ein illegales Bordell in der Nähe von Las Vegas entwickelt hatte. 9 Monate saß er dafür in Untersuchungshaft. Die Anklage lautete Unterstützung illegaler Prostitution. Ein Gericht verurteilte ihn schließlich zu 3 Jahren Haft auf Bewährung. Lazar bestand im Laufe der Zeit zahlreiche Lügendetektortests und er erkannte sofort den Scanner für den Zugang zur Anlage S4. Nach Aussage von Bob Lazar handelt es sich dabei um einen biometrischen Scanner, der die Länge der Handknochen misst. Heute glauben ihm viele Menschen, was nicht zuletzt der Tatsache zu schulden ist, dass die Regierung der Vereinigten Staaten den Schleier über Area 51 ein wenig gelüftet hat, was vor über 30 Jahren noch anders war. Heute ist es nämlich kein Geheimnis mehr, dass auf dieser Basis eine Forschungsanlage für neue Antriebe und Technologie existiert. Für George Knapp hingegen bestand nie ein Zweifel daran, dass Lazar die Wahrheit sagt. Und er war davon überzeugt, dass die Regierung auch seine ehemaligen Weggefährten und Arbeitskollegen eingeschüchtert hat, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Jeremy Corbels beendet in gewisser Weise das, was George Knapp vor über 30 Jahren begann. Die Suche nach der Wahrheit. Corbels Arbeit geht in die Tiefe und zeigt, wer Bob Lazar wirklich ist und auf geradezu eindrucksvolle Weise, wie es die Regierung der Vereinigten Staaten geschafft hat, einem Whistleblower das Leben zu zerstören und ihn am Ende als Lügner und Krimineller hinzustellen. Corbel am Ende wörtlich: Mein Film vermittelt einen Einblick in den echten Bob Lazar, der es am Ende schwierig macht, seine Behauptung zu ignorieren. Die Wahrheit ist wie ein großes Puzzle. Je mehr Teile man zusammenbekommt, desto deutlicher wird das Bild. In diesem Fall ist es das Bild der Wahrheit. Bleiben Sie aufmerksam.